Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Heute ist Tag 5 und damit der letzte Tag vom bizarre Geschichten des tiefen Schlamms Events. Wir brauchen Katalysator Stufe 4 diesmal. Okay. Nur falls sich irgendeiner gewundert hat, wenn er die letzten paar Tage nichts machen konnte, weil er mit dem Gebiet noch nicht weit genug war, hier nicht genug gesammelt hat an diesen Lumenstein. Take it easy. Machen meine Taschenlampe voll. Und dann warte einen Tag, stand da. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Also hier ist ein bisschen was, da ist das andere Ding wieder. Also ich nehme mal an, dass jetzt eigentlich irgendwas Größeres passieren muss. Das stand aber jetzt eben wieder nicht, wie viel man bekommt, ne? An Urgestein? Nee. Nervig. Benti ist das. So. Okay, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Also wir sehen hier schon mehrere Flächen, die sich gleich aktivieren werden hier. Fortläuft jetzt Aufräumung, okay. Aha. Time for takeoff. Let's play. Quietly now. Everybody stand back! Things are about to get dicey. Brace yourselves. Ich hatte doch schon... Ich habe schon dreimal Q gedrückt. Burn! Weg. Bin ich dicht genug dran? Ne? Think you can get away? Let's play. Das war doch mal schön.
time for takeoff. Everybody stand back! Things are about to get dicey. Yahoo! Na, das noch? Your verdict is? Gotcha! Think you can get away? I'm going in! Game's up. Fun's over. Okay. 7500 Punkte. Okay, und haben wir direkt alles geschafft. Also man brauchte nur 4000 Punkte. Also man hätte auch viel, viel langsamer kämpfen können. Aber wir kommen 100 Urgesteine insgesamt. Das ist nice. Okay, also ich habe jetzt gedacht, da... wäre noch irgendwie was anderes, aber... ne? Hat gut geklappt. Dann... Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities. Was das? Das nächste Event. Ist das schon drinne? Ich muss schauen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Mal gucken. Ich weiß nur, heute war, glaube ich, Raidens Geburtstag. Das hatte ich gesehen. Nächstes Event. Nächstes Event. Also auf Twitter steht noch nichts. Ne, ist ein Raiden-Event, also Raiden-Geburtstag, gehe ich auf TikTok, gucke die Raidens Geburtstagsvideo an. Nö. Ja, dieses Quatsch, du kannst Urgestein gewinnen, wenn du die Musik anhörst und das teilst. Schwachsinn. Diese Quiz-Scheiße, auch Schwachsinn. Nö. Gucken. Da müsste was stehen. Oh, da. Hm.
das das? Chor. Nee. Achso, das Leylines-Event kommt nochmal. Also mit diesen komischen Wolken. Und mal gucken. Das müsste kommen. Dieses Alchemie-Tech-Zeugs. Kann ich euch das zeigen? Display. Das komische Event. Also hier wieder auch was, ne? A Toy Merchant von Fontaine, also aus Sumero. Creative Device that creates toys and furnishing, bla bla bla. Also damit kann man dann irgendwie Housing Stuff erschaffen. Das soll dann in 3 Tagen oder so wahrscheinlich losgehen. Ja, also bis dahin. Was hat Raiden vom Geburtstag verteilt? Sie hat Klöße verteilt, Mochi und die Kloßmilch. Okay, nehmen wir... Okay, dann war es das, der letzte Tag an diesem komischen Schlamm-Event. Und dann sehen wir uns in 3 Tagen wieder, wenn das nächste Event losgeht. Bis dahin, ciao Leute.